Gute, ihr lieben Meckerlein. Ja, ich brauche erstmal einen Kaffee nach dem anstrengenden Wochenende. Mag ich euch gar nicht lange drüber rumreden. Was hat das Wochenende mitgebracht? Das Wochenende hat mitgebracht ein bisschen Entspannung, ganz klitzekleines bisschen Entspannung. Aber hauptsächlich viel Arbeit in Sachen Webseite. Das heißt, wir haben jetzt soweit die Domain umgestellt. Das heißt, makeorama.de ist wieder ganz normal erreichbar und nicht mehr irgendwie als Weiterleitung oder sowas in Richtung. Danke an André, du hast da echt geile Arbeit geleistet. Dann haben wir die Übersetzungen für den Store ein bisschen aufgeputscht. Haben PayPal wieder die richtigen Credentials reingemacht, weil das ist alles durch die Umstellung von der Domain nochmal durcheinander gewürfelt worden. Wir haben die Warenwirtschaft wieder angedockt, weil das ist natürlich auch durch die Umstellung der Domain und der Umstellung von dem normalen HTTP auf HTTPS mit dem SSL-Zertifikat durcheinander gekommen. Und. Wir sind noch dran, wir arbeiten noch schwer dran, dass die Webseite besser und besser wird. Bis jetzt ist es, denke ich mal, schon ein schöner Schritt vorwärts, weil wir jetzt schon mal weiter sind und mehr Funktionalität oder eine stabilere Funktionalität haben als vorher mit, keine Ahnung, wie viel Plugins. Das erreichen wir jetzt mit 4 oder 5 Plugins. Von daher ist das schon mal ein positives Zeichen. Genau. Was habe ich denn sonst noch so gemacht? Nicht wirklich viel, außer jetzt halt entsprechend an der Webseite zu arbeiten, aber meine Drucker haben viel gearbeitet. Besser gesagt, genauer gesagt, der Prusa. Ich hoffe, man sieht es so ein bisschen. Das ist der MakoBot. Und ja, der ist wirklich so groß. Der ist so groß wie mein Kopf. Das ist nämlich die Überraschung, von der ich gesprochen habe, für meine bessere Hälfte. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum hat das Ding denn da unten entsprechend Schrauben drin? Na, ganz einfach. Da kommen später... Ups. Ah, jetzt ist die Schraube schon weg. Suche ich nachher nochmal raus. Das Ding, man kann es hier unten ein bisschen sehen, ja, hat Schraubeneinlässe. Sind nicht ganz schön geworden jetzt von der Art und Weise. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt solche Schraubeneinlässe benutzt habe. Aber die sollen dafür dienen, dass man den MakoBot quasi später, weil so an sich ist der ziemlich kopflastig. So zeige ich es am besten, weil da unten sieht die Kamera das nicht. Und dann kippt der gerne mal um. Das Ding ist recht schwer. Das ist mit 20-25% Infill gedruckt. Ja, ich weiß, man hätte es können mit weniger machen, aber ich wollte, dass das Ding schon recht wertig ist. Ist halt auch in der, soll halt auch später drüben in der Kanzlei von meiner besseren Hälfte stehen und soll dort halt auch entsprechend die Leute amüsieren. Der Grund dafür ist nicht einfach nur, dass das Ding als Show-Objekt da steht, sondern klar, als Eye-Catcher auf jeden Fall. Aber was ich damit erreichen möchte, ist, dass drüben haben wir beide unsere Visitenkarten ausstehen. Ich habe jetzt exemplarisch nur meine Visitenkarte hier, oder die von Makeorama besser gesagt, und die sollen später so gekippt nebeneinander stehen, dass quasi diese Karten vor dem MakoBot so stehen. Das bedeutet, ich muss den MakoBot nochmal auf dem Podest hochheben, genau genommen um 34 mm wird er auf dem Podest stehen, damit die Karte dann ungefähr so am Schlips ankommt. Und das Podest bin ich gerade am Bauen und auf diesem Podest wird dann auch entsprechend unten eine schöne Plattform sein, wo man die Visitenkarten reinstellen kann. Das gestalte ich gerade, das ist eine schöne Challenge, muss ich sagen, gefällt mir, ist eine ganz coole Geschichte halt jetzt. Ich bin noch ein bisschen überlegen, wie ich das Ganze gestalten soll, weil mit dem Zustand, den ich momentan habe, bin ich noch nicht so zufrieden. Das gefällt mir optisch noch nicht so, das blende ich euch mal ein, wo ich denn gerade bin. Aktuell designe ich das alles noch in Fusion 360, ist also, ja, ist es noch nicht das letzte Wort gesprochen. Wo ich aber sage, dass das letzte Wort gesprochen ist, ich habe mir hier mal so einen Prototypen gebaut, der ist natürlich noch zu klein, ist hier so eine ovale Plattform. Ja? Und auf dieser ovalen Plattform soll im hinteren Teil soll der MakoBot quasi aufgesetzt werden und hier vorne entsprechend, das heißt, ich habe mir einen gebaut, also ich habe mir den Kachel ausgeschnitten und da werde ich jetzt so Stück für Stück halt versuchen drauf zu kleben in der richtigen Größe halt entsprechend, wie ich die Visitenkarten hinstelle und wie der MakoBot dann entsprechend später draufstehen soll. Und das versuche ich jetzt in den nächsten Tagen noch zu machen. Das ist so eine große Challenge jetzt noch halt entsprechend. Vor allen Dingen werde ich jetzt nachher nochmal direkt mit einem anderen Material, weil von dem Material habe ich jetzt nicht mehr viel übrig. Das ist ein KVP-PETG gedruckt. Davon habe ich zwar noch die eine oder andere Rolle, aber ich möchte jetzt keine neue mehr aufmachen. Was ich aber gerne machen möchte, ist mir halt so ein Dummy zu bauen, um zu testen, ob die Löcher richtig sitzen. Das heißt also, ich werde die finale Version von dem Podest nehmen, werde oben ein Stückchen abschneiden beim Slicer, um nur gerade dieses Stück, was hier dran geflanscht wird, zu testen.
Und das Gleiche werde ich auch umgekehrt machen, dass ich nur gerade so die oberste Schicht oder die obersten zwei Schichten von der Plattform halt nehme, mit den Andeutungen von der Visitenkarte, von dem Visitenkartenhalter, um zu gucken, ob die Visitenkarten reinpassen. Und wenn das alles passt, dann kann man nachher das ganze Teil im Endeffekt drucken. Dadurch spare ich mir Material und kann relativ schnell das Ganze durchtesten und gucken, ob das dann wirklich funktioniert, was ich mir da ausgedacht habe. Genau, das ist so das, wo ich jetzt noch dran arbeite. Parallel dazu habe ich angefangen mit der nächsten Nerf Gun. Nein, es wird keine FDL3 wie hier oben. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, das packe ich euch wieder hier oben in den Link rein. Es wird ein Nerf Gun sein, die wirklich im Vergleich zu FDL3 low budget ist. Also die wird wirklich so unter 100 Euro sein. Die wird so im Bereich von normalen Nerf Guns sein, also so irgendwas um die 50, vielleicht 60 Euro. Ja, eine normale Nerf Gun kostet 30 Euro, ich weiß. Aber dafür wird es eine komplett selbst gedruckte Nerf Gun sein, die aber auch richtig ordentlich was hermacht und die richtig fett durchscheppert. Genau. Das ist so das nächste große Projekt. Und da möchte ich euch gerne auch ein bisschen mit ins Boot nehmen. Der Grund dafür ist einfach, weil ich mich momentan nicht entscheiden kann. Ja. Ich habe mir überlegt, was ich damit machen kann. Und ich bin mir nicht ganz einig geworden, wie ich das Ganze von der Farbe her gestalten soll. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ich das Ganze gestalten kann. Ich mache mal hier, nicht weil es gerade da liegt, sondern weil ich das wirklich schon seit längerer Zeit im Auge habe. Es gibt zum einen diese Möglichkeit. Das ist ein japanischer Bomber oder ein japanisches Flugzeug, würde ich mal behaupten, oder was auch immer. Die Farbkombination gefällt mir an sich ganz gut. Das ist so ein Orange-Rot und Grün. Da könnte man das ABS von Isan ganz gut dafür nehmen. Sieht auch bestimmt später gut aus, wenn man es noch ein bisschen bemalt oder so einen Mekorama-Schriftzug noch mit reinbringt. Dann gibt es natürlich auch noch entsprechend das Blau-Orange von Nerf. Also diese Original-Elite-Darts, glaube ich, sind das. Ah, ne, das sind die von X-Shot. Aber diese Farbkombination würde mir auch noch gut gefallen. Und last but not least, was für eine Farbkombination könnte man noch machen? Grün-Gelb oder Grün-Orange. Irgendwas in der Richtung. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare, was ihr euch denn für Farbkombinationen vorstellen könnt. Ich werde nicht nur eine drucken, ich werde mehrere drucken bestimmt, weil ich habe auch jetzt so einen Satz an Federn bestellt. Die kommen immer im 4er oder 5er Pack. Das heißt also, da wird noch die eine oder andere bestellt. Und wer Bock hat, die Teile mal in Aktion zu sehen, sollte Kanal abonnieren. Der sollte dem Video einen Daumen nach oben gehen. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ich packe euch einen Link unten in die Beschreibung rein, mal an unseren Meetups teilnehmen. Momentan sind sie nur virtuell, aber die Chance, dass wir sie demnächst halt wieder vor Ort abhalten können und in Person abhalten können, sind recht groß. Aktuell dürfen ja mit Events mit 250 Personen wieder stattfinden, wobei das hier mit der Platzauslastung ein bisschen kritisch wird. Da müssen wir gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Aber wir sind auf dem besten Weg dahin, dass wir den Stammtisch hier wieder vor Ort stattfinden lassen können, und da jetzt auch in letzter Zeit mehr und mehr Leute aus Hofheim oder Kelkheim und Umgebung hierher gekommen und mich anrufen und immer fragen, wann sie dann mal wieder einen Stammtisch dran teilnehmen können, die Zeit kommt bestimmt bald. Ja, habt ein bisschen Geduld. Wir arbeiten dran, wir versuchen irgendwie immer schön das Ganze mitzumachen. Wir halten auch die Ohren offen wegen der Form Next. Die findet ja auch im November hoffentlich statt. Wir wissen es nicht ganz genau, ob sie stattfindet. Wir hoffen es. Wenn das der Fall ist, wenn die Form Next stattfindet, versuchen wir natürlich auch wieder wie letztes Jahr entsprechend einen Stammtisch da zu veranstalten, dass ihr dann hier vorbeikommen könnt, ein klein bisschen diesmal alkoholfreies Bier trinken könnt. Und dann werden wir uns hier zusammen nochmal ein bisschen austauschen, ein bisschen fachsimpeln, und ich hoffe, das klappt alles. Genau, wenn die Form Next ist, können wir zumindest mal drüber gehen, sofern wir das hier nicht hinkriegen, dann können wir zumindest mal wieder einen gemeinsamen Rundgang über die Form Next machen. Würde mich sehr freuen, euch alle wiederzusehen. Und jetzt trinke ich meinen Kaffee leer und gehe endlich mal eine Runde schlafen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Happy Printing.